Warte, liebe Leute, zu einem wunderschönen Herbstmontag. Wahrscheinlich auch der letzte überhaupt schöne Herbsttag dieses Jahr. Es sind 24 Grad, Sonne scheint, keine Wolken. Auf jeden Fall, ich hocke in meinem Coupé und am letzten schönen Tag dieses Jahr tue ich dann waschen und einwintern. Ja, deswegen haben wir am... Autowaschpark. Waschen wir schnell. Ich habe heute viel vor. Komme gerade von der Arbeit. Bin fertig wie Sau. Frühstück gehabt. Und schnell waschen. Schnell duschen. Gemütlich futtern. Gemütlich in den Sonnenuntergang fahren. Und dann schön abdecken. Und eingewintert ist er. Trotzdem habe ich noch zwischendurch, dann muss ich noch die Winterräder vom Kompakt zu einer Werkstatt bringen, zum Montieren. Deswegen wird es ein bisschen knapp. Jetzt ist, wie spät ist denn das? 14.30 Uhr wird sportlich. Fürs Putzen brauche ich wahrscheinlich eine Stunde, anderthalb Stunden, wenn es ordentlich werden soll. Ja, könnte eng werden. Ich habe aber noch eine Frage, also beziehungsweise... eine Bitte, denn ich suche einen Schlachter für meine Limo. Ein 320i im besten Fall. Also ich, scheißegal, Hauptsache 6 Zylinder. Denn ich brauche vorne, hinten Bremse und hinten, ja, deswegen, oder Servolenkung, Tacho und so Gedöns. Dann würde ich auch die Batterie gleich nach hinten verlegen. Und deswegen brauche ich das Kabelgedöns. Ein 6-Zylinder-Schlachter darf nicht mehr kosten als 500 Euro. Zustand scheißegal. Und wichtig ist, dass er noch in Bayern ist. Weil ich möchte nicht so weit fahren. Und weil ich werde mir wahrscheinlich eh einen Anhänger oder einen Abschlepper mieten. Und wenn ich da bis nach Berlin fahren muss, 800 Kilometer, schaffe ich den wahrscheinlich nicht an einem Tag abzuholen und zu bringen. Und dann werden die Kosten zu hoch fürs Mieten. Deswegen innerhalb von Bayern ein 6-Zylinder für 500 Euro. Zustand scheißegal. Ja. So viel dazu. Mein Baby. Immer wieder schön zu fahren. Wenn ihn noch nicht restauriert hätte, würde ich den als Daily nehmen. So ein Scheiß aber auch. Warum passiert immer sowas? Kaum kaufe ich ein Auto, zu viel Geld drin gesteckt. Verdammt! Wir haben ihn dieses Jahr viel zu selten gesehen. Ach, leider, aber gut so, dass er nicht umgebaut wird. So, so serienmäßig passt das schon, auch wenn er schon über 300.000 Kilometer drauf hat. Wird halt weiterhin serienmäßig Checkheft gepflegt bleiben. Frage ist nur, ob ich nächstes Jahr Geld reinstecke, um den Motor mal komplett zu revidieren, weil über 300.000 Kilometer vielleicht mal nötig, obwohl er volle Leistungen hat, vielleicht mal eine Kompressionsprüfung machen und schauen, wenn er noch volle Kompression hat, vielleicht noch 1-2 Jahre warten, wenn nicht, dann mal eine Motorüberholung machen, weil verdient hat er sich, hat schon viel geleistet, schaut gut aus und irgendwas muss mal am Motor gemacht werden, meine Meinung, so ein bisschen Pflege, natürlich alles auf Rechnung, weil sonst wäre es Push und nicht Oldtimer gerecht, ne? Sammler gerecht. Gut, machen wir mal den Bock hier.
fertig geputzt ist er. Gerade noch von einem Zuschauer erkannt worden und ein bisschen geplaudert, auch über seine 36. Und ja, immer wenn ich mit dem Auto waschen bin, werde ich irgendwie angesprochen. Das ist lustig, beim Kompakt werde ich nur angehalten und kontrolliert. Mit dem hier werde ich nicht kontrolliert. Alle Leute freuen sich, kommen auf mich zu. Scheißegal welches Alter. Kleines Mädchen kommt. Mein Papa hat nicht so ein schnelles Auto. Ich wasche nur gerade mein Auto. Aber alleine die Annahme, dass das Auto schnell ist, sagte ja schon, dass es sportlich ausschaut. Das hat mich sehr gefreut. So scheiße schaut er ja dann nicht aus, mein Coupé. Mal sind so ein paar Grundschüler-Türken. Ja, hat man gesehen. Die haben auch so gesprochen. Waren Türken. Sagt die Gruppe, ey, geiles Auto. Also wenn das keine Türken gewesen sind, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Dreier BMW-Gen hatten sie ja schon mal in sich. Ne? Also da bin ich auch schon gut angekommen. Dann auch eine ältere Dame, so um die 60, noch das alte deutsche Kennzeichen, also muss es erst da gewesen sein. Oder zumindest schon sehr lange in ihrem Besitz gewesen sein. Auch ein Coupé gewesen, silbernes, spricht mich an. Das ist ein sehr schönes Kfz und sehr, sehr tolle Felgen. Hat mich auch sehr gefreut. Und haben wir schon, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, ich werde immer, wenn ich das Auto waschen bin, angesprochen. Und immer kriege ich Lob für das Auto. Das freut mich übelst. So oft halten die Leute einen, wenn man ein bisschen langsamer denkt oder anders denkt, für doof. Und dann kriegt man ziemlich oft zu hören, dass man etwas nicht schafft. Und wenn man es schafft, heißt es immer ganz schnell, das hättest du auch noch besser gekonnt. Und da freut es mich immer ganz besonders, wenn nicht ahnende Leute einfach auf mich zukommen und sagen, das Auto ist schick. Und das zeigt mir halt das, was mir gefällt, dass ich das, was ich mir habe gebaut oder bauen lassen, kommt gut an. Also doch nicht so scheiße. Das tut mir so gut. Freut mich sehr. Und ja, jetzt werde ich gleich sentimental. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber noch ganz schnell in den hier umsteigen. Räder zur Werkstatt bringen zum Ummontieren. Jo. Und dann schnell was futtern, duschen. Und dann machen wir hier noch ein Karpörnchen von meinem wunderschönen AC-Schnitzer Coupé. Jo. Räder sind abgegeben. Schönes Baby. Auf Essen machen. Der volle Kühlschrank. Heute aus Mehrhaus Meisterküche. Chili con carne. Aufgegessen habe ich. Ab zum Hafen. Und schauen wir mal, dass wir ein paar schicke Bilder machen. Nicht mal ein idyllisches Plätzchen. Zwar nicht ganz der Hafen, war ein bisschen voll. Aber bevor die Sonne untergeht, und ich wollte noch irgendeinen Platz, wo die Sonne scheint. Deswegen
Bin ich ein bisschen umgefahren. Bisschen Landstraße. Nein. Und damit gebe ich den Coupé in die Winterpause ab. Ja, ein bisschen tut es mir weh. Ich kann es aber verstehen, dass manche Leute ihre Autos einfach nur noch stehen lassen. Jetzt auch beim Putzen so Steinschläge, das tut absolut weh. Und ich würde jetzt am liebsten das ganze Auto nochmal lackieren. Aber zu teuer, ne? Ja. Verabschieden wir uns von unserem schönen Coupé in den Winter. Ciao, Schnucki. Schon viel zu früh dunkel. Fahren wir jetzt in die Garage rein. Dann kommt das Tuch drüber. Traurig eigentlich. Ich habe jetzt jede Sekunde, jeden Meter genossen. Ich weiß nicht, wie geht es euch da? Wenn ihr euer Traum... Na, wenige Leute haben ein Traumauto. Fahrt ihr euer Traumauto? Genießt ihr das auch wirklich so sehr? Auch wenn es jetzt nur ein Opel Astra B mit der kleinsten Maschine ist. Oder sonst sowas. Genießt ihr das auch? Macht es euch auch so happy, wenn ihr euer Winterauto fahren oder Sommerauto fahren könnt? Packen wir jetzt mal zusammen.